Herzlich willkommen zur 29. Folge Krastorio 2 mit dem Felix. Moinsen. Guten Tag. Guten Tag. So. Dann ist das angeschlossen. Achso. Hier müsste eventuell noch eine Zugstrecke durch. So, Felix. Ja. Ich war bei der Tankstelle. Und was gab's diesmal im Angebot? Benzin. Geil. Kann man das essen? Trinken. Essen, oh. Schwierig, aber trinken geht. Ui, und? Wie schmeckt's? Kacke. Oh. Das Angebot hat fast gar nichts gebracht. Ist ja schade. So, jetzt müssen wir mal gucken. Blaupause, Kreuzung. Jetzt wird's interessant. Du musst sie doch nur platzieren. Was wird dann daran interessant? Ich muss gucken, wo ich sie hinplatziere. Nein, ich habe ja ein bisschen Landfill auch noch mitgebracht. Ich muss erst gucken, dass ich das ganze Ding ja kopieren kann. Vorher macht das gar nichts. Gleich kriege ich wieder Ärger, weil ich mit der Blaupause durch die Gegend renne. Ach, noch nicht. Die Blaupause ist nicht so groß wie beim letzten Mal. Glaube ich. Zumindest ruckelt's nicht. Ich habe die Blaupause noch nicht in der Hand. Achso, auch gut. Na, Fakt ist, ich brauche jetzt hier natürlich erstmal ein paar Radare. So, Steuerung C. Ich glaube, ich fange mal hier unten an. Uah. Was? Jetzt hab angemerkt, dass du den gesetzt hast. Ich habe ihn noch nicht gesetzt, ich habe nur erstmal eine Kopie gezogen. Habe ich aber auch gemerkt. Nein, muss dann. Jetzt habe ich ihn gesetzt. Moment, habe ich hier was vergessen zu kopieren? Habe ich das da einfach nicht hingebaut? Okay. Wenn man nicht weiß, wo die Mitte ist, wie macht man es dann? Man setzt einfach Warenlager und misst damit die Mitte aus.
Ja. Okay, nochmal. Blaupause. Schienensystem. Wäre das. Ist nur die Frage, wie bekomme ich das da jetzt vernünftig rein? Gar nicht. Wie weit sind wir von den großen Roboterhangern entfernt? War das eine ernst gemeinte Frage? Ja, das war eine ernst gemeinte Frage. So ungefähr alle Technologiekarten, die besser sind, so ungefähr. So. Warte mal, Shift-T. Zubehör, Wie Technologie, Produktion und Erweiterte. heißen die denn? Die heißen verbesserte Roboterhangare. Da sind sie doch. Wenn ich die jetzt hinten ranhängen würde. Und wir jetzt sofort loslegen würden zu forschen. Sofort. Komm, vergiss es. Dreizehn Stunden. Kümmerst du dich darum? Ah, damn it, das kann ich ja nicht so bauen. Ich brauche hier unter Umständen erstmal. Warte leise. Immerhin merkst du sowas inzwischen schon selber. Wir werden so schnell erwachsen.
Was meinst du, wie viel brauchen wir? Gute Frage, nächste Frage. Ausreichend. Na gut, grundsätzlich brauchen wir gar nicht mehr so viele. Aufgrund der Tatsache, dass ja die Züge ein wenig mehr Kapazität haben. Irgendwie ist das schon hart traurig. Ich habe jetzt die ganze Anlage von den Roten auf 2er Speed-Module hoch. Und wir haben eine 60 Sekunden Erforschung drin. Die Nichts. Roten bauen sich so langsam auf, ne? Das ist krank. Wir können, glaube ich, die Hälfte der Radare nur, Radare vom Labore dann noch stehen haben, ne? Wenn wir eine 30 Sekunden Erforschung drin haben zumindest. Okay. Sieht zumindest momentan sehr danach aus. Seitdem wir zweimal Labor Forschungsdings in Speed geforscht haben, warum auch immer. Ich habe gesagt, einmal, was macht er? Forscht einmal, nochmal, nochmal und dann hat er vielleicht mal aufgehört. Ich glaube, wir sind jetzt Stufe 4 oder sowas, ne? Ja, und ich habe gesagt, Stufe 2 ist okay. Ja, und Stufe 3 ist okay, und Stufe 4 ist halt okay. Ach so, so funktioniert die Rechnung. Ah, jetzt geht's auf, ja. Ja. Aber jetzt merkt man auch, wie trotzdem wie langsam das forscht, ne? Das ist so eine 60 Sekunden Erforschung. Aber die auch 5200 Dinger da braucht, ne? Wie viel? 5200? 5225 von Rot, Grün und Blau. Ich sag's mal so, wie es ist. Ich glaube, es gibt gar nicht mehr so viele Forschungen, die die einfache Technologiekante brauchen, außer jetzt die ganzen Quality of Life Researchs. Es gibt eigentlich nur noch Tankwaggons, Kapazitätbonus, dann Bergbauproduktivität, die Flüssigkeitsburner, Akkumulatoren. Okay, es gibt auch ein, zwei Sachen, aber nicht mehr so viel. Also, finde ich. Du hast doch schon Züge gebaut gehabt, ne? Ja. Direkt unter den Schienen. Da sind sogar auch Haltestellen und Signale. Und Waggons. Warum? Muss ich mir gleich mal welche holen. Gucken, ob das hier soweit passt. Das passt auf jeden Fall nicht. Was würdest du, kannst du mal ganz kurz gucken, was würdest du sagen, so vom Gefühl her, passen da die Züge zwischen? Ich glaube nicht, ne? Nee. Das Äußerste ist, glaube ich. Das Äußerste ist ein zu kurz. So müsste es aber dann passen. Denke ich mal. Das kann man ja ganz leicht rausfinden. Wenn man eine Zughaltestelle hätte. Auf die Signale gucken, dann siehst du, wie lang das ist. Aber ich weiß nicht mehr, wo man es umstellt, dass man auf 6 Länge oder was weiß ich kommt. Irgendwo kommt man die Länge von den Dingern einstellen. Keine Ahnung. Gib mir mal einen
was hier? Achso. 1, 2, 3, 4, 5. Hier ist 5. Ha! Ne, es reicht immer noch nicht. Wir haben jetzt in den Kisten 9600 von den einfachen, 9600 von den blauen, 3400 von den grauen, 2000 grüne und 1000 rote. Okay. Viel ist das nicht. Nein, die 9600 ist die Kiste voll. Aber die 1000 roten und die 2000 Grünen sind beängstigend. So, ja, jetzt brauche ich natürlich oben Lenfel. Aber so an sich sieht das schon mal nicht schlecht aus. Das wird die Kupfer und die Eisenschmelze. Wie weit sind wir denn vom persönlichen Roboterhangar entfernt? Gar nicht so weit, ich glaube, den können wir sogar fast forschen. Ne, den können wir sogar forschen. Ich weiß zwar nicht, wie du den überhaupt im Traum versorgen willst, aber das ist egal. Das ist ja egal. Beziehungsweise soll nicht mein Problem sein, Problem ist nur so. Auch das ist richtig. Achso, das muss hier noch weggekattet werden. Das ich hätte übrigens erwartet eigentlich, dass von dir kommt direkt erstmal 50 mal Arbeitsrobotergeschwindigkeit rein in die Forschungsschlange, aber irgendwie ist es noch nicht passiert. Irgendwie bist du kaputt oder so. Nö. Das gleiche ich aus durch jede Forschung durch 1000 Roboter. Achso. Wie viele Roboter haben wir jetzt überhaupt schon? 2074. Und wie viel unten noch in der Kiste? Da, mehr als das Doppelte. Oh. 2400. Okay. Alles klar. Der Roboterhangar ist halt voll, das heißt, keiner kann darüber gepackt werden. Das ist halt das Gute an der ganzen Geschichte. So. Ja, mittlerweile sind auch die Elektromotoren vollgelaufen. Ja. Batterien sind auch fast vollgelaufen. Dafür haben wir keine grünen Schaltkreise mehr. Oh, ich laufe ja wirklich langsam leer. Scheiße. Ja, na gut. Ich weiß nicht, auf wie viel hast du die Speedmodule begrenzt? Eine Reihe, glaube ich.
Also 250 pro Kiste. Ja, Ungefähr. und davon existieren vier. Warum fliegst du hier mit Einsatz? Ach so, hast du wahrscheinlich irgendwo ausgetauscht. So. Ja, Landfill. Ganze Menge Landfill da oben. Okay, meine Radare, die ich da oben gesetzt habe, haben nicht so wirklich den gewünschten Effekt gebracht, was ich mir erhofft habe. Ich möchte bitte, dass wir das Erzfeld als erstes abbauen. Warum? Wo das schön gelegen ist. Wenn du jetzt weiter automatisierst, könntest du mal Roboterhangare so mit in deine Liste aufnehmen? du das willst, dann nein. Du willst es doch Ja. auch. Nö, ich brauch sie nicht. Ich hänge ja nur in der Basis rum, hier ist überall Roboter abgekommen. Das hier bitte, boah, 3400 nur. Wird dann spazieren. Ich glaube, wir drehen uns inzwischen langsam im Kreis, um es mal so gesagt zu haben, ne? Warum? Eisenplatten, dann wieder Strom, dann Eisenplatten nicht genug auf dem Fließband, dann wieder Strom, so ungefähr. Meinst du? Ist ja so momentan, dass wir wieder keinen Strom mehr haben.
Und Eisenplatten haben wir auch nicht mehr, oder was? Zumindest kommen nicht genug aus der Schmelze raus, damit die Fließbänder oben so voll sind, dass das einigermaßen weit geht. Aber du wolltest eh ja Schmelzen aufbauen, oder nicht? Ja, ich brauche jetzt halt Landfill, dann kann das hier losgehen. Was sagt das Landfill drüben? Oh, toll! Da hat Opa sich schon mal bedient. Ja, nett. Oh, mal schnell nur ein paar oder eine Anlage neben gesetzt. Das Traurige ist, dass das Steinfeld nicht mal hinterherkommt mit der Produktion, ne? Glaube ich. Doch, das wird voller. Aber warum ist es dann auf 53.000 runter? Weil komischerweise haben die untersten vier Lader nicht eingeladen. Die habe ich abgerissen, habe es nochmal neu gesetzt. Jetzt packen sie wieder rein. Okay. Also müsstest, wenn du gleich hinguckst, müsstest du theoretisch sehen, dass es halt wieder mehr wird. Okay, bis dahin muss ich. Bis nach dahin. Jawohl, bis nach dahin. Und bis nach hier hin. So, was sagen meine tollen Ölstände da oben? Da dürfte eigentlich 200.000 von allem Wichtigen. Schmiermittel 200.000, Schwefelsäure 200.000 und Flüssigkeit ist auch 200.000. Ja, und Rohöl? Das wird definitiv auch voll sein. 200.000, 200.000. So, ich brauche jetzt hier oben noch ungefähr. Viereinhalbtausend. Viereinhalbtausend Länder ungefähr. Das sollte ja einigermaßen schnell gehen mit dem Feld drüben. Ich hoffe es. Hatte ich nicht sogar Speed-Module in meine Landfilling reingepfeffert gehabt? Nee. Ich dachte, ich hatte was reingepfeffert. Wenn du denkst, du denkst, dann denkst du, nur denkst, dann denkst du nicht. Kann es sein, dass unser Strom im Keller ist, weil Monsieur von und zu die ganzen Lichtbogenöfen an Strom gesetzt hat, oder sind die gar nicht richtig verbunden? Die sind noch gar nicht verbunden. Die haben noch gar keinen Strom. Ich blind viel. 8000 die Lichtbogenöfen, 183. Dreimal rübergescrollt. Ich weiß, dass sie im System sind. Ich habe selbst zwei unten stehen. Wo sind sie? Wo sind sie? So blind. Sad life, ne? Verbrauchen null, ne? Sollten sie zumindest. Bei mir, also im Hauptsystem verbrauchen sie 2,1 Megawatt halt, weil irgendwo welche drin sind halt. Bei deiner Schmelze und bei mir unten sind zwei. Aber deine sollten null verbrauchen, ja. Katastrophe. Aber einige von deinen sind angeschlossen schon. Welche denn? Zum Beispiel die Reihe zum Beispiel und die Reihe da rechts neben auch. Ist ja auch Hauptsystem dran. Aber die verbrauchen ja nicht viel Passivstrom, also von daher. 11 Kilowatt, na okay. Ja. Ich dachte erst, dass wir wegen denen, weil ich irgendwie im Kopf hatte, dass die massiv viel fressen, aber anscheinend sind die Erzförderer nur das, was viel frisst. Beziehungsweise das viel frisst, weil wir es in relativ großer Menge haben. Na gut, das sind halt auch 95 Megawatt, ne?
Ja, aber auch nur, weil wir 1500 Stück von ihm platziert haben, so. 500 machen jetzt nicht wirklich den Braten fett, so. Das sind 300 Megawatt oder sowas in die Richtung, so. Bei 300 vor allem 30 Megawatt. Ach so, jetzt kommt natürlich die Landfill-Produktion. Kannst du die Landfill-Produktion hier unten auch mal mit einem Dings machen? Mit einem Belader oder sowas? Bei Gelegenheit? Ja. Weil unsere Steine sind nicht vollgelaufen. Katastrophe. Ja gut, wie sieht das aus? Kriegen wir da noch Strom ran? Nicht mehr wirklich. Ja gut, also eigentlich bräuchte ich eine neue Stromanlage. Traurig, aber wahr, ja. Ich weiß auch schon wo. Du weg, du weg. Okay, so Strom. Na komm, gib, mach die fünf fertig da. So, okay, dann haben wir jetzt da oben auch eine funktionierende Verbindung hin. Gut. Also das heißt, wir brauchen jetzt eine ganze Ecke an Lentfell. Was machen die? Was macht ihr? Rohre, Rohre, wo fliegen die Rohre hin? Hast du irgendwas gebaut? Ich habe unten Rohre abgerissen hier. Aber die bringen sie jetzt da hoch ins Lager. Ist ja schön. Oh Mann, ey. So, das brauchen wir, 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 das haben wir. Was wollte ich jetzt noch holen? Ja,
natürlich brauche ich das Landfill. Wie viele Steine waren eben drin? 53.000 oder so in die Richtung. Jetzt sind wir bei 72.000. Okay. Also steigt wieder. Ohne großartige Probleme. Okay, das war's schon. Ich glaube, nein, dann mit übrigens so 12.000 Roboter, ne? Oder 6.000 irgendwie sowas in die Richtung, ne? Was haben wir? In der Kiste. 6.000 Roboter mit, glaube ich, am Ende in der Kiste, ne? Ja, das hört sich doch schon mal super an. Damit kann man arbeiten. Dann irgendwann, wenn sie fertig sind. Ich glaube, es wäre besser, wenn wir die Roboter in Bau- oder beziehungsweise Robotergestellen gelagert hätten. Dann könnten wir nämlich jetzt aus den Flugrobotergestellen so ein, zwei Logistikroboter bauen. Wir müssten nicht jetzt neue Gestelle bauen. Ja gut, dann begrenzt doch mal die Kiste dann auf, keine Ahnung, wie viele, 1000 oder sowas, also eine Reihe. Aber ich glaube, wir brauchen dann auch erstmal keine mehr bauen. Lass die alle ins System entlassen. Weil ich denke nicht, dass wir da noch welche brauchen jetzt erstmal. Weil das sollte erstmal hoffentlich reichen.
gehe ich jetzt mal ganz stark davon aus. Pumpe, 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 Pumpe. So, wie sieht denn das mit dem Strom aus? Wie viel Strom bräuchten wir denn? Alter, warum so viel? 400 Megawatt? Mach keinen Scheiß jetzt, ey. Doppelt so viel Strom wäre das ja dann. Die Roboter denke ich, gehen aber gleich noch ein bisschen runter. Okay. Also hoffe ich. Okay. Also irgendwo 350 oder so werden wir uns bewegen. Irgendwo bei 350 werden wir uns bewegen, sagt er, und was für unseren jugendlichen Leichtsinn. Was für jugendlicher Leichtsinn. Wir haben bei den Roboterhangaren noch 24 Megawatt. Und wenn die knapp weg sind, dann sind wir ungefähr bei 350. Okay. Wenn du das sagst. Plus minus 5000 Megawatt. Ich sehe halt nur unten rechts in der Ecke, dass da mittlerweile Sachen aufploppen, die ich eigentlich nicht sehen will. Das liegt aber an der Menge an Zeug, die bei dir oben, glaube ich, gesetzt wurden, oder? Du hast ja noch so 1, 2, 3, 5 Milliarden Fließbänder da oben platziert, so. Und leider ist ja der Großteil dann doch schon in der Roboterabdeckung drin. Das heißt, das sind die ganzen Sachen, die unsere Roboter noch platzieren dürfen, deshalb. Sagt er auch. Nee. Aber ich sag doch. Ja, und unsere Eisenzahnräder an der Basis sagen noch eher nee. Roboterhangar hattest du noch nicht gemacht, ne? Leider nein, noch nicht. Beziehungsweise ist, glaube ich, auch besser, erstmal so noch die noch nicht zu haben. Sonst haben wir nachher wieder ein riesen Gebiet aufgedeckt. So. Noch mehr Roboter-Sachen, die gebaut werden müssen. Und die kosten auch Eisenzahnräder, von daher. Fehlt da unten jetzt noch drin? Speed-Module, das da, die da. Die Frage ist, wo sind denn die beiden Warenhäuser? Das habe ich die oben noch nicht, bei mir noch nicht gesetzt. Oh, tatsächlich.
schmeißen wir die da mal rein. Was brauchen wir denn noch so schöne Sachen hier? Wo bist du denn jetzt? Heizkessel? Heizkessel? Also, das wird da ist er. Okay, ich glaube, ich muss dann doch erstmal wieder zurückkommen und muss jetzt mal ein paar Sachen craften. Gut, Fließbänder sehe ich kein Problem. Lader, gut, das ist erstmal unwichtig, die werden ja gebaut. Gut, die 28 Biolabore, das ist dann halt ein Problem. Das ist ja Work in Progress. Richtig, weil da mussten ja erstmal andere Sachen. So, wie viel willst du davon jetzt noch haben? So, komm her, bauen wir die da. Weil das brauchen wir ja definitiv. So, habe ich Steine. Steine habe ich. Habe ich Kohle. Kohle habe ich. Habe ich Holz. Auch Holz habe ich. Eisenerz kannst du haben. Boah, aber auch selbst bei Kupfer wird es jetzt ganz schön eng. Es war die ganze Zeit aber schon bei allen Erzsachen eng, weil wir mit gefühlt 5 Bändern reingehen und dann auf 237 aufteilen. Und wir kommen aus der Basis nur mit 3 vollen und dann halt nochmal 3 minimal, weil Kupfer 3 volle und nicht mal ein volles aus der Basis so raus. Na, weil er. Warum steht Stein in der Basis? Warum steht Stein generell auf dem halben Fließband? Hast du was umgestellt beim Stein? Nee, ist einfach nur voll. Das ist ziemlich strategisch ungünstig. Dadurch kommt noch weniger Kupfer erst aus der Basis. Richtig, deswegen habe ich ja gesagt, du sollst mal den Teil da unten bei Landfill auf Dings machen, damit er mal Vollgas gibt, damit wir wenigstens das Stein da irgendwie wegbekommen. Ja, habe ich das richtig? Ach so, ja, wir verbrauchen halt kein Ziegelstein, weil wir nicht genug Eisenerz bekommen. Weil die hat alles verbraten. Okay. Bergbauproduktivität wolltest du eigentlich rausschmeißen? Ich habe eigentlich da gar nichts drin. Also eigentlich ist alles durch. Was hast du gerade geforscht? Oder was hat er gerade geforscht? Produktivitätsmodule 2. Ist schön, weil die standen auch gar nicht drin. Weil die, bei mir war die Crafting-Schlange nach Logistikrobotern leer. Dann sind das die Sachen, die bei mir noch drin sind. Das ist Bergbauproduktivität, Sprengstoffe und. Schmeiß das mal alles raus. Bei dir jetzt. Okay. Jetzt ist wieder Militär, Sprengstoffe und Bergbauproduktivität drin. Bei mir ist nur Militär drin jetzt. Ich habe aber nichts gemacht. Boah, schmeiß das jetzt nochmal alles bei mir raus. Mal gucken, was jetzt passiert. Jetzt kommen wir es gleich durch mich wieder reingeklopft. Fuck you. Kannst mich mal ganz kreuzweise. So. Was fehlt uns denn da unten jetzt noch? Die Speed-Module, das interessiert nicht. Das Tolle ist, Stahl. Haben wir mehr als genug. Rote Schaltkreise. Gehe ich mal davon aus, haben wir mehr als genug. Ne, die esse ich jetzt alle auf. Okay. Wir haben keine mehr.
Guck mal. Und Ziegelsteine. Das heißt, ich kann 246, das reicht noch nicht mal. Du brauchst keine Dinge mehr bauen, ne? Was? Du brauchst keine Lichtbogenöfen mehr bauen. Warum? Ich habe unter den Rohrports, die ich hoffentlich begrenzt hatte, was gesetzt, um die zu bauen. Wo sind denn die Rohrports? Unter den Rohren. Rohr. Ziemlich weit unten. Da bist du aber gerade noch dabei zu basteln, ne? Ja, aber ich bin gleich fertig. Bevorzugter Ausgang links. Okay. Wo ist jetzt mein tolles Teil? Dort ist es. Okay, meine Stromanlage nimmt gerade den Betrieb auf. Immerhin. Damit sind wir wieder im grünen Bereich. Lichtbogenöfen bauen jetzt auch automatisch. Roboports auch. Okay. Wir bräuchten halt jetzt langsam mal seltene Metalle, ne? Zumindest ein bisschen. So, seltenes Metall. Dafür brauchen wir halt Chlor. Und für Chlor brauchen wir halt Sand und Wasser in der Elektrolyseanlage. Ja, Wasser haben wir hier. Sand haben wir hier. Und Platz haben wir da oben auch. Könnten wir hier basteln. Ja, und dann darfst du es zu dem oder dem seltenen Metallefeld bringen, ne? Wahlweise auch das. Aber wir müssen es auch immer noch mal schmelzen halt, oder? Ach so, damit. Ja gut, oder wir gehen von hier vorne aus. Pupp. Machen das direkt vor Ort. Wasser können wir durch den Brunnen machen. Und dann brauchen wir ja halt noch eine Schmelze für das Zeug. Ja, toll. Also holst du dir dann Steine von deinem E, was weiß ich, oder SE, was weiß ich, und leidest es darüber. Genau, weil hier ist ja, da vorne ist ja das Warenlager, was ja komplett voll ist. Das könnten wir so machen. Gut, oder wir nehmen das hier unten. Da hätten wir ja Steine schon auf dem Main was. Ist halt, wir müssen halt relativ weit wieder nach oben, um das relativ weit oben auf dem Main was zu schmeißen, das Zeug. Ja, das stimmt auch, ja. Wo stehst du gerade? Kannst du mal hier kurz rüberlaufen? Ja, und da soll ich was machen. Die Begrenzung vielleicht mal auf 600 oder 800 mal hochsetzen, damit die da mal ein paar mehr Roboter gleichzeitig hinfliegen dürfen. Ja.
So, Map, 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 Map. Das hier kann weg. Ich bringe mal unsere ganzen und die ganze Kiste mit den ganzen Materialien und Sachen, die wir sonst irgendwo so haben, bringe ich mal runter ins Lager. Oder lass mal runter ins Lager bringen. Ja, nur zu. So, Kupfer ist wieder voll. Wahrscheinlich aber auch nur deswegen, weil nicht nur Eisen da ist. Formuliere es mal so, ist überhaupt Eisen noch da? Gefühlt werden die Eisenzahnräder immer weniger. Ja, ich werde mich jetzt mal darum kümmern, dass wir jetzt dort Vollgas geben können. Wir produzieren einfach so verdammt langsam Biomasse, ey. Wo sollen denn bei dir noch Eisenzahn wieder ankommen? Einerseits fehlen halt Eisenzahnräder da, damit da mehr mal produziert wird. Ach so, wenn, ja, okay, okay, verstehe ich, verstehe ich. Ja, und ja gut, klar, Fließbänder, das ist natürlich ein heftiger Shit. Fließbänder haut natürlich immer richtig rein. Da habe ich das Gefühl, dass du durch das, was du jetzt da oben gebaut hast, eigentlich nur das Problem verlagerst, so ungefähr, ne? Aber die Batterien sind ja eh voll fast jetzt. Das ist ja der einzige Eisenverbrauch unten. Und irgendwas nach rechts zu der Forschung halt rüber. Und die haben Lager dann von unten noch, wo sie auf 100.000 noch zugreifen können. Ja. Klar, da werden jetzt dann wahrscheinlich dann andere Sachen gleich keine Sachen mehr haben. Zum Beispiel Eisenplatten halt bei Fließbändern. Aber es wird ja dann wieder durchgelassen, sobald halt genug Zeug wieder da ist. Dann machen die schon. Ich werde jetzt halt gucken, wie gesagt, dass wir da jetzt das hinbekommen mit dem Eisenerz beziehungsweise mit der Anlage oben. Das wird das Problem jetzt natürlich noch mal kurzfristig wieder verschärfen, weil ich natürlich noch wieder Erzförderer brauche. Gut. Oh, hier rüber geht gar keine Eisenplatten mehr oder nur ein ganz, ganz minimales bisschen zu den roten Schaltkreisen, aber ist im Endeffekt ja auch egal. Davon haben wir ja 94.000. So lange, wie wir sie noch haben. Richtig. Irgendwann sind 100.000 auch mal weg. Ja, ist auch richtig.
Wird schon. So, und ich wollte jetzt von dem Eisenfeld. Habe ich hier schon Strom hingelegt? Oder beziehungsweise wo liegt hier Strom? Ach, da habe ich sogar schon Strom hingelegt. Okay. Hat meiner mitgedacht. Selten. Also ich habe jetzt einmal Speed ist gleich voll, die Zweier mit 1000. Und die Produktivität habe ich jetzt die Zweier halt bei der linken Anlage reingestellt, wie es auch mein Plan war. Das ist aber Teamblock lieber gesetzt, ja. Ja. Ja, können wir nicht mal dann die zwei Speed-Module in die Dampfmaschine reinpacken? In die Dampfmaschine? Ja. Das funktioniert. Keine Ahnung. Mach mal. Mach aus dem Zauberstück oder wie war das? Mhm. Ja, aber das Autosave-Fall dieses Dings. Hauen Sie rein, bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss.